Ich muss echt mal zum Arzt gehen, diese Dauermüdigkeit, das ist so nervig. Du musst einfach mehr in die Sonne rausgehen, würde ich sagen. Ja, ich habe ja schon wieder Vitamin D-Präparate genommen über den Winter. War ich habe ja. Trotzdem war ich heute in der Sonne, ich habe demonstriert, ja. Du musst aber, glaube ich, regelmäßig in die Sonne gehen, das ist so der Punkt. Ich kann mein Baby hochwerfen. Ich will kannst du nicht schon Baby die ganze hochwerfen. Zeit? Geh einfach ans Kind. Will auch dein Baby fallen lassen. Wait, what? Kann ich das auch? Ja, musst du mal gucken. Echt? Toll, ich hatte Holz rumliegen. Oh Gott, wie süß, es guckt schon. Es guckt schon. Oh, das hat mich lieb, guck mal. Ich hab es fallen lassen. Frauen und Babys, ey. Das ist aber echt süß hier mit dem Hochschmeißen. Oder rum, was, Baby Hacks, Hacky Sack, also jetzt komm, Leute. Das ist Stoffwechsel. Ich habe eigentlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion, ich bin aber ziemlich gut eingestellt. Also ich weiß es ehrlich gesagt. Was? Bist du ziemlich gut eingestellt? Kann ich an dir rumschrauben? Ui. Ui, ui, ui. Das war eine sehr direkte Frage und du bist darauf eine sehr direkte Antwort. Nein. Ach, schön. Lieber das Nageln ist besser als Schrauben. Welche Sonne, Vogtländer? Das ist das helle Ding, das immer draußen leuchtet, wenn man schläft. Das ist das Ding, was im Sommer rauskommt, wo wir dann PC nehmen als Zocker und das Teil rausstellen und sagen, yes, endlich in kurzen Hosen zocken. Rausstellen den PC? Bist du völlig geisteskrank? Willst du uns töten? Ja, ein bisschen Sonne muss man ja abbekommen. Nein. Auf meiner Arbeit zum Beispiel sehe ich ja schon nicht immer Sonne. Habe ich auch das Licht. Ach, auch nur Licht. Hallo, du kriegst schon Licht ab, du bist schon raus. Sogar Gelblicht, wenn ich das möchte. Wie gesagt, du bist raus. Bei dir, Destiny, auch schlechter Stoffwechsel? Ich muss die Tiere wieder machen, die habe ich gestern gar nicht gemacht. So meine Hose zocken, bist du wahnsinnig, ja. Ich habe tatsächlich meistens die Hose an. What? Ja, Lumi hat immer die Hosen an. Vor allem gegenüber ihren Partnern. Sag mal! Nee, das ist doch jetzt aber was Nettes. Das klingt so, als ob ich da irgendwie, wie jedem, der mir da irgendwie komisch kommt, irgendwie so. Ich hab gesagt, gegenüber deinen Partnern. Ich hab nicht gesagt, dass du irgendwie mit jedem schläfst oder so. Ich hab nur gesagt, gegenüber deinen Partnern. Nur mit deinen Partnern, Lumi, ist alles halb so schlimm. Achso, dadurch, dass ich keine Partner habe, habe ich bei niemandem die Hosen an oder boah, das hast du jetzt gesagt. Das hab ich nicht gesagt. Ich habe das Gefühl, du möchtest mich heute auf Teufel komm raus beleidigen. Jawohl. Ich habe das Gefühl, du wirst heute auf Teufel komm raus beleidigt werden. Nein! Fick dich! Ich rede nicht mehr mit dir, bevor ich dich sehe. Aber ich habe mich heute schon gefickt. Was? Echt? Erzähl uns nicht mehr. In deinem Popo, oder wie meinst du das? Nee. Popo. Mit Jill. Popo-Party. Wo ist mein überbewerteter? Mit Ernie und Bert. Siehst du, mein Chat fragt nach den Heißbänden, also bitte. Ja, mit Jill, hab ich doch gesagt, mehr Details gibt's nicht. Was hast du gesagt? Mit Jill. Ach so, ja, ich weiß, was Benny meint. den muss kennst man... Kennst du Jill, nee? Nein. Lumi, nimm mal deine linke Hand, mach die mit der Handfläche zu dir auf. Und jetzt kannst du vom Zeigefinger zum Daumen ein J formen. Der Mittelfinger ist das I und die zwei äußeren Finger sind die L's. Das ist Jill. Sehr schön. Ja, das wäre der Name von Bens neuer Gumpi-Puppe. Die Vorstellung, Gumpi-Puppe? Gumpi-Puppe. Dass du das jetzt vor allen Dingen nachgemacht hast, stimmt mich sehr freudig. Ich hab's nicht nachgemacht. Und wie konntest du dir das dann vorstellen? Ich habe ein sehr gutes Vorstellungsvermögen. Dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Fuck! Die gute alte Chill und der Rest weiß es schon mal. Ja? Ich habe auch gesagt, ich habe mich gefickt, ne? Ich habe nicht gesagt, ich habe jemanden gefickt. Ja, aber ich habe mich gefickt. Das klingt so, als ob du dir irgendwo irgendwas reingeschoben hättest. Taschenmuschi. Bevor jemand, wenn jemand... Nicht er sich was reingeschoben hat, nicht er irgendwo was reingeschoben hat. Also sprich, nicht er sein Ding irgendwo rein, sondern... Staubsauger, auch okay. Wenn jemand Rezession zum Satisfier Man haben will, ist nicht geil. Sehr schön. Da würde ich jetzt gerne Details haben. Ja.
Da würde ich gerne Details zum Erfahrungsbericht haben. Ja, da liegt der Müll jetzt. Moment, du hast ihn wirklich? Ich hab den weggehauen. Das ist nicht gehen. Links, den kann man weiterverkaufen? Nein, ja, ich wusste, dass du so ein Ding hast. Ich hab nicht mehr eine Ahnung, was das ist. Er hat's jetzt nicht mehr. Oh Mann, und vor allen Dingen frage ich mich, warum? Hat es eine Freundin geschenkt oder was? Nö, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Okay. Ja, okay, ich habe auch schon Sachen gemacht, die ich einfach ausprobieren wollte, von daher. Gibt er den Satisfier für die Frauen? Und da das, keine Ahnung, was ein Satisfier ist. Ist es eine Marke? Nee, ist ein Vibrator. Gibt doch diesen Womanizer Pro und so eine Scheiße. Okay, davon habe ich keine Ahnung. Das ist die normalen Vibratoren funktionieren ja, wie der Name schon sagt, mit Vibrationen und der funktioniert halt mit irgendeiner. So Schallwellen, gell? Ja, das bubbert so komisch, wenn du den anmachst. Naja, das. Ist vielleicht sowas wie ASMR, was wir heute schon hatten. Vielleicht muss man sich daran gewöhnen, das geil zu finden. Ich weiß es nicht. Aber der Satisfier Man ist halt, hat überhaupt nichts mit dieser Technologie zu tun. Greg und seine Folgen. Was? Wird bei mir im Chat gerade geschrieben, Greg und seine Folgen. Also vorher kam ein Uf und dann Greg und seine Folgen. Nimbus 2000, ja, nee, nicht ganz. Nimbus 2000 ist auch so. Das war was anderes. Das ist eher der Nimbus 69, das glaube ich, den du meinst. Nimbus 69. Stellt euch mal vor, Harry Potter mit 6 Spielzeugen. Ey, hast du schon den neuen ausprobiert? Der. Leute, ihr braucht mehr Sex, ey. Du weißt ja gar nicht, wie viel ich habe. Das stimmt allerdings. Na, erzähl mal. Wie viel hast du denn? Nö, das ist eine Privatsache. Ja, Zauberei und Sexspielzeuge, das wäre doch ein krankes Thema, oder? Kannst du jemanden mit Orgasmus hinzaubern, oder wie stellst du dir das vor? Hexus Orgasmus, oder was? Was? Hexus Orgasmus. So nett war er. Oder Orgasmus Maximus. Keine Ahnung, über die genaue Bezeichnung habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber wir müssen doch dann auch die Zaubersprüche erfinden, wenn wir schon so ein Thema haben. Achso, ja. Orgasmus Maximus finde ich eigentlich ganz nett. Gibt's dann noch Orgasmus Minimus, wo du nur gerade so kommst? Oh Gott, ey. So ein richtig, so ein. So, du bist zwar gekommen, aber so richtig befriedigend war es nicht, Ding. Vielleicht. War in dem Moment vorbei, wo es anfing, sozusagen? Der Moment, wo mir der Haar ist. Keine Ahnung. Wie männliche Orgasmen halt sind. Ihr habt doch irgendwie nur so eine Sekunde oder so. Aber ist das nicht eine kranke. Ist das nicht eine kranke Überlegung? Stellt euch mal vor, die Zauberer, die kannten ja, also laut Harry Potter und hier, wie hieß der, der Vater von Weasleys, Arthur, die kannten doch, die kannten doch solche Muggelsachen gar nicht, die ganzen Frauen, die haben die ganzen Vibratoren verpasst, oder meint ihr, es gab da irgendwelche, Spielzeuge mit Zauberei? Es gibt Haussklaven. Noch Fragen? Was? Also jetzt das ernsthaft? Das ist sehr strange, Benny. Ja, aber es gibt Haussklaven, die quasi per Magie an den Eigentümer gebunden sind und keine freie Bewegungsmöglichkeit haben. Freien Willen? Nee, freien Willen haben sie ja, aber sie haben keine freie Bewegungsmöglichkeit. Sie können nicht weg. Der männliche Orgasmus ist deutlich kürzer als der weibliche, habe ich gelesen. Ist er auch. Angeblich geht er so ein bisschen knapp über eine Sekunde, während der weibliche 10 Sekunden und länger gehen kann. Wie war das? Der Orgasmus beim Schwein geht irgendwie zu Spinnen. Ja, ich wollte sagen, gut, dass wir alle keine Schweine sind. Eigentlich schade, dass wir alle keine Schweine sind. Und so. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwann wird es auch zu viel. Wärst du ein bisschen ausorgasmt? Ja, ich glaube, irgendwann bist du einfach fertig mit der Welt. Ja, das stimmt schon. Dann hast du Säure als also zumindest meinen Freunden ging das schon ab und zu mal so, wenn das dann so irgendwie der zweite, dritte war, dann hatten die irgendwie, dann haben die gesagt, ich kann nie mehr. Ja, motivierte Orgasmen sind verdammt anstrengend. Nee, so nacheinander, nicht gleichzeitig. Stimmt, eigentlich schon. Motive lässt ja nicht gleichzeitig, du kannst ja nicht 3 Orgasmen gleichzeitig haben. Stimmt. Da war mein Brain irgendwie AFK. Kaum geht's um Orgasmen und Ex-Freundin, dann ist dein Brain fein.
Aber kannst du nicht mehrere Orgasmen gleichzeitig haben, wenn du die sozusagen unterschiedlich getriggert werden? Weil es gibt ja auch vaginale Orgasmen und klitorale Orgasmen. Die aber alle über das gleiche Organ funktionieren. Nämlich die Klitoris, die verläuft halt nur einfach innen und es wird eine andere Gegend stimuliert. Also glaube ich nicht, dass das wirklich krass zusammenläuft. In diesem Stream erörtern wir Orgasmen. Wir haben heute schon ganz andere Sachen erörtert, da warst du zum Glück nicht da. Zum Glück? Ja, ich denke zum Glück für dich, ja. Felix fehlt immer bei so Themen, der muss schon dabei sein. Aber jetzt sag nochmal, das würde an irgendwie Felix oder mir liegen, dass solche Themen, ne? Du hast vorhin selber zugegeben, du hast solche Themen auch mit den auf der Demo heute besprochen. Echt jetzt? Wir haben ja nicht explizit über Sex gesprochen, wir hatten es von polyamoren Beziehungen. Ja, aber das ist geht trotzdem. Artikel 13. Was? 13! Artikel 17. Ja, die Artikel, die wurden umgeschrieben irgendwie, hatte ich gehört. Ne, ist immer noch Artikel 13. Es gibt ja. Aber auch um Artikel 11, 12 und 17 und 16, glaube ich, auch noch. Genau. Aber der 13er ist der schlimmste. Der 13er ist im Prinzip das, was der YouTube und sowas dazu verdonnert, dass sie daran schuld sind. Das ist doch der Upload-Filter, oder? Was? Ist das nicht der Upload-Filter, Artikel 13? Der 13er ist im Prinzip, dass die sagen, YouTube macht sich strafbar, wenn Urheberrechtsmaterial auf YouTube landet und deswegen muss YouTube das verhindern oder eben bezahlen. Und dafür da kommen eigentlich, um das wirklich zu gewährleisten, nur Upload-Filter in Frage. Die halt technisch nicht funktionieren können. Die technisch nicht so ausgereift sind, dass sie wirklich eine Parodie von einer Urheberrechtsverletzung zum Beispiel unterscheiden können, was dann halt eben das Internet stark einschränken würde. Ja, selbst wenn. Jeder, der weiß, wie maschinelle Klassifizierung funktioniert, weiß, dass du entweder nicht 100% du hast entweder nicht 100%ig die positiven Treffer, also du findest nicht alle Urheberrechtsverletzungen, oder du löschst Sachen, die keine Urheberrechtsverletzungen sind, die offensichtlich keine Urheberrechtsverletzungen sind, nur um sicher zu gehen. Und selbst wenn du das versuchst, eins von beiden wenigstens hinzukriegen, es geht eigentlich auch nicht. Du hast immer ein paar Fehlfälle. Du hast nicht 100%, nie. Das ist halt das Problem, ja. Also. Oh, meine Katze. Also maschinelle Klassifizierung ist einfach nicht so gut, wie es der Mensch ist, wenn der sich was anguckt. Die eine hat es heute auf jeden Fall schon, also von diesen Protestrednern, tatsächlich erstaunlicherweise von der FDP, hat das ganz gut formuliert und hat gesagt, dass es durchaus wichtig ist, auf diese Urhebergeschichten zu achten, aber dass dieser Upload-Filter, eben diese technische Möglichkeit, eben nicht kein adäquates Mittel ist, damit umzugehen. Und da hat sie ja schon recht. Also. Tatsächlich gibt es, glaube ich, in fast jeder Partei ein paar Leute, die doch sinnvolle Gedankengänge äußern können. Ja, und dazu kommt halt auch noch, das Ding ist, selbst wenn du diesen technischen Upload-Filter irgendwie einbaust, der ja halt eine Krux ist für Sachen, die man selber hochlädt, der wird ja dann nahezu verpflichtend auch für kleinere Unternehmen. Ja, die können es nicht, ja. Die können es halt nicht und dadurch fallen halt viele raus. Und hat dann auch einer gesagt, er hat ein kleines Startup, die halt eben kleinere Sportevents streamen, so zum unter anderem von einer Behindertenbasketballmannschaft. Und da hat Facebook den Stream halt unterbrochen quasi, weil in der Werbepause, die den Stream haben laufen lassen und im Hintergrund irgendwelche Popmusik lief. Er hat halt gemeint, zukünftig wäre er dann ja dafür quasi rechtlich belangbar und dafür bräuchte er den Upload-Filter und er glaubt nicht, dass sein Startup von zwei Leuten das irgendwie bezahlen kann. Ne? Und das sind halt so Sachen. Ah, das Internet wird dann halt eben für viele Menschen nicht mehr so zugänglich, wie es das halt aktuell ist. Und das ist halt beziehungsweise kannst du halt viele Sachen nicht mehr über das Internet machen, so einfach. Oder zumindest nicht öffentlich über das Internet machen, du musst das irgendwie privat machen. Du musst das dann irgendwie über Plattformen machen, die quasi ein privates Streaming, wo du nur per Einladung oder so reinkommst, zulassen. Hast du ein paar schicke Schilder gesehen? Ja, waren ein paar nette dabei. Ich habe bei Jodel gestern gelesen, Fossilien ausgraben und dann von Fossilien eingraben. Fand ich sehr nett. Es waren so sehr viele von diesen gängigen Sachen dabei, so wie keine Ahnung, der Inhalt des Plakates können sie nicht lesen, weil er urhebergeschützt ist und sowas. Wir sind keine Bots. Ja, wir sind keine Bots, haben wir auch die ganze Zeit gerufen. Und ich hab's auf Twitter gelesen, ich fand super, dass irgendwie jetzt behauptet wurde, wohl ein Artikel in der Bild, dass die Protestgänger bezahlt wurden, bis zu 450 Euro pro Protestgänger. Und dann so die Leute drunter, irgendwie 100.000 waren in München auf der Straße, das wird ganz schön teuer. Ja, und das Geile ist, diese Behauptung kam damals von... Übrigens 1,50 Euro. Von Pegida auf die Linken kam die Behauptung damals. Also die Pegidianer haben behauptet, dass die Linken auf Märsche bezahlt wurden.
Ja, aber ja, da waren es halt irgendwie 1000 Leute oder 2000 Leute gegen Demonstranten, gegen irgendwie 5.000, 6.000 Pegida-Leute, wo das zu Hochzeiten von Pegida, das ja, nee, aber, ist ja noch halbwegs realistisch. Nee, ich meine ja bloß diese Behauptung, das ist ja quasi abgekupfert von... Das kommt, glaube ich, einfach immer wieder, wenn da Demonstranten sind, die du dir nicht erklären kannst, weil du machst ja alles richtig. Ja, das sowieso. Diese Behauptung ist sowas von albern in bei jeder Demo. Also ich meine, das ist echt teuer, jemanden für sowas zu bezahlen. Aber zum schönen Leben von Land rät einem, dass wenn es regnet, dass man nicht bewässern muss. Wow. Also für 450 Euro stelle ich mich nie in die Sonne. War heute gar nicht so viel Sonne, oder? Würde ich tatsächlich fast demonstrieren, aber... Warst halt nie draußen, Benni, oder? Ich bin eventuell erst um so 15 Uhr aufgestanden. Was ist denn mit dir los? Ich denke, du bist da, ich möchte einen gepflegten Tag-Nacht-Rhythmus. Ich wollte auch eigentlich einen gepflegten Tag-Nacht-Rhythmus machen, aber irgendwie war es dann gestern Abend ganz schnell früh um halb fünf und dann. Okay, warum bist du so lange wach geblieben eigentlich? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht mehr warum. Hast du eigentlich gezockt noch oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe, glaube ich, bei Twitch viel geguckt tatsächlich und wenn ich bei Twitch gucke, vergeht die Zeit doch relativ flott. Ich habe mit Christian noch GTA 5 weiter gespielt und wir haben dann so eine Art Häuserkampf gemacht und immer hat er mir seine tollen Autos gezeigt und dann halt mich ein bisschen geärgert, indem er mich immer mal getötet hat. Und dann hat er irgendwie sein Kit-Auto da an der Straßenbahn irgendwo rangerammelt und da habe ich ihn dann getötet mit einer Waffe und dann habe ich eine Annäherungsminia Richtung Auto geschmissen auf den Boden. Dann habe ich gesagt zum Chris, jetzt musst du auch schnell zu deinem Auto zurück, da kommt gerade eine Straßenbahn, die fährt das zum Matsch, und dann ist er hingelaufen. Boom! Cool. Ja, und dann haben wir uns halt die ganze Zeit eigentlich uns gegenseitig getötet. Also ja, irgendwie habe ich daran keinen Spaß. Ich hab wenig Spaß an dem GTA Online Random, wir töten einfach uns alle gegenseitig. Deswegen habe ich auch eine private Lobby gestern immer gehabt. Ja, wir waren ja auf der privaten Lobby noch, wir haben bloß wirklich zu zweit. Ich weiß schon, aber ich meine auch dieses generelle Random-Töten finde ich irgendwie nicht so geil. Oh. Ja, Chris hat jedes Mal gelacht und ich dachte, ach komm, mach's ein bisschen glücklich. Nee, ich glaube, ihr seid einfach anders drauf. Ich finde das einfach nur frustrierend, wenn mich halt jemand mit den übelsten Überwaffen einfach umholzt. Das macht mich nicht glücklich oder macht mir keinen Spaß. Deswegen, ich bin bei GTA. Nee, ich bin bei GTA irgendwie eher entweder bei den Wettrennen, wo es halt kein Umlegen gibt, oder halt bei den Koop-Sachen, die dort möglich sind. Ich habe dann immer Haftbomben an meinem Auto befestigt, bin dann einfach so à la Ouagbar-mäßig mit der Haftbombe zum Chris gefahren und hab das Ding gezündet. Das fand dann nicht so lustig, aber mein Gott. Du hast halt einen Haufen Geld dafür noch verbraten, ne? Ingame-Geld, wenn du dein eigenes Auto mal zerstörst. Hm? Wenn dein eigenes Auto? Wenn du dein das eigenes genug auf der Straße rum. Ach so, die Autos meinst du? Ich glaube, du hast ein persönliches Auto zerstört. Nee, so blöd ist er dann doch nicht. In rausziehen, Haftbombe dran, hinten an den Kofferraum und in Richtung des Gegners fahren, habe ich immer gemacht, so. Aber auch wenn du Chris dein Auto zerstörst, kostet das ja einiges dann. Ich Asche, da muss ich 30.000 Versicherungskosten zahlen, da er mir vorhin eine ganze Zeit lang auf den Sack gegangen ist damit. Hielt ich das für gerechtfertigt? Lumi, ich mache übrigens das Hartholz schon. Okay. Wollte sich nie irgendjemand von euch eine Hauserweiterung holen? Ich habe schon ein großes Haus jetzt. Achso, du kannst jetzt quasi schon, da musst du früh ins Bett gehen, ne? Damit die mit ihr Kinder zeugt. Also relativ früh, also ich sag mal, wann bin ich immer... Ja, dann muss ich wohl um 9 ins Bett. Sorry Leute, wir müssen aufhören mit dem Stream. Mit Stream? Oder kannst du... Ich hab mir gesagt, ich muss früh ins Bett gehen, wir können kein Auto-Chess mehr spielen. Da musst du dir aber die Abigail ausdrucken, ne? Damit du drauf spritzen kannst. Boah, Billy! Mein Sperma in Ehren, aber das muss echt nicht. Nee, ich fange das dann mit einem kleinen Behälter auf und geh's spenden. Oder so. Hat das nicht einen speziellen Namen, wenn man jemanden ein Bild schickt, damit der drauf spritzt? Send Nudes? Nee, da gibt's wirklich einen Namen dafür. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Vielleicht weiß es jemand aus dem Chat. Es sind noch sehr viele Google-freudige Leute dabei. Gibt's glaube ich sogar einen Reddit-Bereich dafür. Das kostet das Gemüse, das stimmt, aber das Gemüse ist billiger, also man kriegt mit dem Gemüse weniger Geld als die Samen kosten. Hä? Welches Gemüse? Naja, das dass ich Gemüse zu Samen mache. Das Gemüse. Jedenfalls geht's schneller.
Felix, du und deine Witze. Wir hatten so einen schönen Gesprächsfluss die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ihr habt ja gesagt, ihr hattet irgendwie total schwierige Themen. Der Lumi hat schwierige Themen aufgebracht, aber trotzdem hatten wir einen guten Gesprächsfluss. Ich hatte Lumi schon. Ja, gut, ich hab halt mal was. Vielleicht was etwas Intellektuelleres als Sperma und. Aber mal eine kurze andere Frage. Würdest du denn mit einer Frau ins Bett steigen? Auch ohne Bezahlung? Ich habe so gehofft, dass du die Frage, dass du nicht auf diese Frage kommst, weil ich keine Antwort habe dafür. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was müsste ich denn bei der machen? Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an. Ja, keine Ahnung, was lesbische Frauen halt miteinander im Bett machen. Also ich glaube, ich würde nicht eine Frau oral befriedigen wollen. Das warum? Das stelle ich mir irgendwie eklig vor. Ekliger als ein Mann oral zu befriedigen? Ja, definitiv. Aber ein Mann spritzt ab, bei der Frau und spritzt da nichts. Also die guten Männer warnen einen vor, da muss man nicht direkt den Kopf hinhalten, ja. Also die guten Männer sagen. Den Kopf hinhalten. Den Ausdruck haben wir nicht gehört dafür. Naja, nee, aber. Das ist halt eine ganz andere Sache. Ich verstehe bis heute nicht, warum viele Frauen orale Befriedigung einer Frau eklig finden. Was? Ich habe bis heute nicht verstanden, warum viele Frauen orale Befriedigung einer Frau eklig finden. Warum findest du orale Befriedigung bei einem Mann eklig? Finde ich nie eklig. Würdest du eher machen als Sex mit einem Mann? Ich steig jetzt aus bei dem Thema. Das nimmt sich, glaube ich, aber es geht ja auch darum, dich selbst oral zu befriedigen im Zweifel, oder? Du mir ist gestockt, ich stehe einfach. Ich jetzt nicht selbst. Also wenn du rankommen würdest, einfach nur mal so. Um Gottes Willen, nein. Würdest du bei dir selber nicht machen? Nein, wozu denn? Weil es sich schön anfühlt. Nein. Nein. Also bei mir selber habe ich halt auf jeden Fall kein Problem damit, wenn ich rankommen würde. Nein. Nee. Hä, aber du ekelst dich von dir selber quasi? Ich finde Muschis eklig. Aber warum? Du hast doch eine. Ja, und aber Muschis sind so wuh. Warum sind die denn wuh? Die sind nicht wuh. Wir sind wuh. Also, ohne Witz, das ist halt wirklich was ich nicht verstehe, bei Frauen, warum. Das landet jetzt echt wieder auf YouTube, was ich sage. Das landet alles auf YouTube, was ihr sagt. Du musst das Clickbait benutzen. Muschis sind wuh. Ich sehe die Überschrift schon vor. Nur weil ich einmal das geklickbaitet habe, ja? Und ja, das hat auch nicht funktioniert. Ich habe, glaube ich, 5 Klicks gehabt statt 2. Wow. Ja, siehst du, das ist doch schon was. Aber nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, man kann doch auch Sachen unappetitlich finden. Und ich finde eine Muschi halt einfach nicht appetitlich. Ich verstehe es halt nicht, warum in dein eigener, also quasi ein Teil deines eigenen Körpers, warum du den. Ich würde mir auch nicht mein eigenes Arschloch lecken. Also, serious, manchmal hört es halt einfach auf, wenn man Sachen nicht appetitlich findet. Okay, dann musst du ja vielleicht nicht unbedingt selber lecken, aber. Also, keine Ahnung, wenn du deine Finger da hinsteckst, findest du das schon weh? Nein, das nicht. Aber es ist ja auch was anderes, als den Mund dahin zu halten. Und wenn du oral befriedigt würdest, den Typ zu küssen, findest du halt auch weh, oder? Nee, das finde ich nicht weh. Das ist ja eine ganz andere Sache. Nee, das ist ja quasi wie wenn du den Finger ableckst, nachdem du da hingesteckt hast. Das ist das Appetitlichste, was es gibt auf dem Planeten, aber das macht man natürlich dann trotzdem. Gerade. Also, was? Warum isst du, wenn du mit uns streamst? Das ist dein eigener Fehler, ja? Solltest du diesen Stream nicht essen? Das sollte mittlerweile ja, klar sein. Ich bin ja schon abgehärtet. Ich wollte bloß gerade was reinwerfen. Ja. Also, ich auch mal mitreden kann. Tut mir leid, aber meinen eigenen Körper finde ich halt kein einziges Stelle wäh tatsächlich. Ich finde sie nicht alle schön, aber nicht wäh. Das ist schön für dich, also mach das doch so, wie du möchtest. Aber das verstehe ich, also kann ich komplett nicht nachvollziehen, warum man irgendwas in seinem eigenen Körper eklig findet. Dann kann man entweder was dagegen tun oder es ist nicht wirklich eklig. Es ist ja auch nicht, ich finde es halt nicht appetitlich, meine Güte. Also, frischen Fisch, ich sage auch nur, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja. Wir werden sich einfach dabei bewenden lassen müssen. Du kannst lutschen, wenn du da Bock drauf hast. Das ist ja dein. Das habe ich tatsächlich versucht. Das hat, glaube ich, jeder irgendwann mal versucht. Okay, wenn ich tatsächlich, dann ich kann nicht schneiden. Ich habe ja immer noch keinen Platz auf der Festplatte. Aber wenn ich das jetzt aufgenommen hätte, das wäre mein Clickbait. Er möchte seinen Schwanz lutschen. Nein, du musst es. Also, wenn, dann kannst du es ja. Du kannst es bei Twitch runterladen. Einen Schwanz lutschen, Fragezeichen, Ausrufezeichen und dann ganz viele Lachen. Das hat jedermann schon probiert. Das hat jedermann. Natürlich hat das jedermann schon probiert. Es gab doch sogar und Männer, die haben sich Rippen entfernen lassen, damit das geht. No. Und was ist halt das für ein Gerücht? Also ich habe auch eine kleine Rippe zu wenig und ich würde auch nicht trotzdem nicht auf einen Schwanz kommen. Nee, die haben sich, glaube ich, 2 oder 3 Rippen entfernen lassen dafür. Ja, da brauchst du ein paar für. Eine reicht da nicht. Ich habe ja auch gesagt, 2 oder 3. Ja Gott, wie krank kann man sein, ey. Fuck Michael Jackson, der hat sich eine Nase umoperieren lassen.
Aber das hat nichts mit Schwanzlutschen zu tun. Also wenn man sich selber den Schwanz lutschen kann, meinetwegen, aber was operieren zu lassen und sich selber den Schwanz zu lutschen, was ist denn mit den Leuten kaputt? Haben die kein Geld für Frauen, oder? Ja. Vielleicht können sie es selber besser als die Frauen. Das kann natürlich sein, aber... Vielleicht sind sie enttäuscht von den Blasekünsten. Ist halt ein valides Argument. Wechseln, aber nicht unter das Messer legen. Disgusting. Also, Vogt, wenn du jetzt erst einsteigst mit Disgusting, ich glaube, wir hatten heute den Abend schon generell so ein paar Themen. Das ist irgendwie arg spät in der Tat. Was heißt Disgusting? Ich bin gerade nicht so... Ekelhaft. Eklig. Achso, aber... Eklig oder ekelhaft. Also, dass es jetzt erst kommt, das wundert mich dann doch dafür, dass er halt von Anfang an da ist. Tat, ja. Oder zumindest am Anfang schon Hallo geschrieben hat. Ist ja nur mit halbem Ohr zugehört die ganze Zeit. Warum jetzt? Weil du nochmal gelacht hast, Benny. Ich war mir noch, dass das Disgusting jetzt erst kommt. Er freut sich da immer noch drüber. Ups. Ich hab unsere Mayo-Maschine weggehackt. Ich hab's gesehen. Aus Versehen. Ja, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Ich hab's wieder hingestellt. Morgen, gell, Leute? Na, dann müssen wir jetzt wirklich, glaube ich, aufhören, oder? Was? Ich wollte nur Lumi ärgern. Ich glaube, das ist heute der letzte Tag. Ich glaube, das war der letzte Tag für immer. Hoch und ich halte ins Eisenerz. Das können wir natürlich auch machen, dann wirst du einfach nie verheiratet. Was? Wenn es der letzte Tag für immer ist. Nee, der letzte Tag mit euch. Ich spiele dann jetzt alleine weiter. Boah. Jetzt. Du wolltest mit Auto-Chess spielen. Felix rafft schon wieder nicht, worum es geht. Ja, das ist normaler Felix. Gewöhnlich. Aber ich mag ihn trotzdem. Ey, komm! Gewöhnlich dran. Felix, ich mag dich trotzdem. Ich bin 4 Stunden Autobahn gefahren. Ich bin am Ende. Ich mag dich trotzdem. Du bist ein lieber Mensch. Oh, danke. Hast das Herz im richtigen Fleck, aber du bist nicht der Schlauste. Die hellste Katze auf der Torte? Nein, darum geht's nicht. Du hörst nicht, also du hörst zu, aber du verarbeitest irgendwie die Hälfte manchmal nicht. Ja, Donzi, es geht um High Heels, eindeutig. Das ist das Thema. Was eigentlich waren wir gerade dabei, die eigenen Geschlechtsorgane zu lecken, aber. Nein, Lumi wollte eigentlich über Trampling reden. Über was? Du warst. Bei mir war jemand. Du warst beschäftigt mit Yasuo outplayen. Ja gut, das ist natürlich eine valide Variante, weil dann, ist man ziemlich konzentriert normalerweise. Aber wie gesagt, wir reden schon die ganze Zeit drüber, dass du dann erst kommst mit dem Disgust, die hat mich trotzdem ein bisschen lustig gestimmt. Ich bin aber dezent zu schwer, das habe ich noch nicht ausprobiert. Der andere männliche Fetisch ist tatsächlich eher Schuhe ablecken. Das habe ich auch schon mal live erlebt. Aber ganz so sauber wollte ich meine Schuhe dann doch nicht haben. Blah. Moment, dir wurden die Schuhe abgeleckt? Da war irgendeiner mal auf einer Party am Glockenpavillon. Ich dachte, jetzt kommt am Klo. Ich wollte mich gerade wirklich übergeben. Also dir wurden die Schuhe abgeleckt, erzähl. Ja, und da hat einfach einer gesagt, ja, also hat es ja offen gesagt, dass er einen Schuh fertig hat. Und dass er gerne meine Nikes ablecken würde. hab ich erst nur für einen. Jetzt haben wir einen Profi für genommen. Ja, ne, das habe ich erst bloß für lustig gehalten, weil ich war schon ziemlich angetüdelt. Aber dann hat der Typ das auch noch ernsthaft gemacht. Puh. Vor allem auf einer Party, das ist ja jetzt nicht gerade da, wo die Schuhe danach schön aussehen. Ja, das ist an der Elbe, also das ist ein ziemlich öffentlicher Ort, da ist halt, ja, auf dem Gehweg. Ach stimmt, Glockenpavillon, ja. Nee, stimmt, dann geht's, ja. Aber trotzdem. Was denn, Sie? Erstmal hallo, by the way. Hallo gesagt, fällt mir gerade so auf. Hallo. Hallo, Donzi. Oh, lass uns denn. Fuck. 100 Euro. Dass du darauf so reagierst, finde ich so lustig. Jetzt habe ich mich gerade an das Scheiß. Was ist das 100 Euro? Wer will 100 Euro geben? Viel Bad Smiley gewöhnt, jetzt kommst du mit dem Käse. Welchen Käse? Nein, kann das nicht. Da wirst du nicht schwach, Donzi. Ja. Ich werde auch nicht schwach. Mir kribbelt es nur unangenehm im ganzen Körper. Ich krieg Angst vor ihm. Ach, heute war Pams Geburtstag. Wir haben es verpennt. Hashtag Pam. Ach, Pam. Scheiß drauf. Ich heirate jetzt. Leute, ich heirate. Ja, ich glaube, mein Rechner ist abgestürzt. Verdammt. Oh nein, alles kaputt. Egal. Es geht nur noch Dota. Da wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich bleib einfach hier in dem Auswertungsscreen die ganze Zeit. Und drück's nicht weiter, bis wir Dota spielen. Kann ich jetzt diesen Iridium-Ring nehmen, um ihn denn zu schenken?